Arr und seid herzlich willkommen zu Folge 4 von unserem schönen Piratenabenteuer. Wie ihr sehen könnt, habe ich einen Diamanten in meiner Hand. Yay! Nice. Yo, ich habe nämlich wieder ein bisschen gespielt. Diesmal gibt es keine Timelapse, aber ich habe nur ein bisschen Gemein und ein bisschen Holz geholt. Was haben wir heute vor? Also zuallererst möchte ich sagen, das ist der einzige Diamant. Wir haben echt nicht viel Glück in dieser Welt, wie ihr hier sehen könnt. Und da, das ist meine gesamte Ausbeute. Also nicht viel. Hier sind nur 17 Eisenbarren. Da ist gar nichts drin. Ein Stackeisen, ein Diamant. Ja, das ist alles. Also wir sind echt nicht verwöhnt, was diese Welt betrifft, mit irgendwelchen Ressourcen. Allerdings werde ich auch dieses gesamte Minen auf jeden Fall immer off-camera jetzt machen. Wie gesagt, hier habe ich ein paar Stacks ja, Holz. Passt eigentlich auch ganz gut. Hier habe ich ein bisschen abgeerntet. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Also zu essen haben wir zumindest jetzt genug. Gut, was haben wir denn heute vor? Und zwar möchte ich mich dem Lagersystem widmen. Das wollte ich live machen, zumindest so halb live. Einmal ein bisschen erklären, was ich so vorhabe. Und vielleicht die ersten paar Blöcke dann setzen. Denn die Spitzhacken sind schon wieder alle gegangen. Ich muss mir eh wieder eine craften. Und ja, meinen werde ich dann später weiter. Ja, genau. Ich würde sagen, eigentlich wollte ich das mit dunklem Holz machen. Wir haben aber nur Eichenholz. Ja, am liebsten wäre mir eigentlich dunkleres Holz gewesen, aber sei es drum. Ich muss halt einfach warten, bis dieser Händler dann vorbeikommt und hoffentlich ein Setzling tradet mit mir. Ich habe ja 23 Smaragde. Sollte eigentlich ausreichen und dann haben wir zumindest auch anderes Holz. Wie genau ich das jetzt mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Auf jeden Fall erstmal die kann ich alle hier verarbeiten, denn ich brauche ein paar Kisten für das ganze System. Ich habe jetzt auch noch keine Bezeichnungen, weil ich möchte nicht meine Strings, glaube ich, brauchen wir dafür verschwenden, dass wir hier ein paar Item-Frames haben. Drum werde ich auch keine Schilder machen erstmal, sondern einfach nur die Kisten hin. Aber das werdet ihr es eh sehen. Ich werde jetzt nicht ganz so viel cutten oder nicht ganz so viel wegcutten auf jeden Fall wie in der letzten Folge, weil das war schon sehr, sehr viel. Ist euch vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber ich weiß gar nicht wie viel, aber ich glaube mehr als die halbe Folge habe ich hier weggecuttet. Drum sind da auch manchmal ziemlich große so ja, Sprünge dazwischen, wo einfach nichts passiert oder ich ganz woanders bin. Ich muss auch sagen, leider war im Großen und Ganzen dann auch ja, guter Deutsch. Ja, ich komme einfach nicht drauf, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Ich habe hier mal ein bisschen ausgehöhlt, dass es sich ausgeht, weil ich zeige euch jetzt mal was. Hier zwei Kisten, eins frei, zwei Kisten. Eins frei, zwei Kisten. Das heißt, wir bekommen hier drei Doppelkisten oder auch sechs Kisten in eine Reihe hin. Rein theoretisch könnten wir das dann auch noch größer machen. Dann bekommen wir eben zwei Stöcke hin. Also hier eine Reihe und drüber noch eine Reihe. Da müsste ich aber hier oben nochmal die Decke ein bisschen aushöhlen. Könnten wir eventuell auch machen. Und ansonsten, wie sieht es da aus? Vielleicht gehe ich da auch noch jeweils eins in die Tiefe. Sehen wir eh. Und da unten, da habe ich mir was ganz, ganz Spezielles ausgedacht. Aber das werden wir sehen, ob ich das auch so umsetzen kann. Ja, wird alles aufkommen. Ich mache jetzt erstmal die Wände hier weg. So, ich habe da jetzt sogar noch ein bisschen Eisen gefunden. Das passt auf jeden Fall gut. Das sind sechs Eisen. Damit habe ich zumindest die zwei Eisenspitzhacken wieder herin. By the way, bin ich jetzt auch Full Iron. Also ich habe jetzt auch hier unten die Schuhe habe ich aus Eisen gemacht. Ich habe natürlich das andere Zeug noch, aber das werde ich nicht anziehen, weil das ist Leder. Und ja, ich habe mir nämlich gedacht, dann können wir hier noch eine Doppelkiste hinsetzen und hier dann irgendwie einen schönen Abgang machen. Aber werden wir alles noch sehen. Hier möchte ich auch doppelten Abgang machen, schön langsam. Ich müsste, glaube ich, eh noch solche haben. Ich schau mal kurz. So, das ist jetzt nicht sonderlich schön, ich weiß, aber wie gesagt, im Moment können wir auch nicht so viel ändern daran. Ich möchte jetzt einfach mal machen, dass es ein bisschen schöner aussieht wie jetzt. Und ich zeige euch jetzt mal, was mein Plan hier unten ist. Und zwar habe ich mir gedacht, kann ich hier ja in der Mitte so einen Weg lang machen, dass er ausgefüllt ist. Und dann auf der Seite jeweils die Treppen runter. Ich schaue mal, ob sich das so umsetzen lässt. Ich würde sagen, ich baue vorher mal den Boden, weil der sieht erstmal so richtig kacke aus. Da mache ich einfach mal Holz draus. So eine Treppe habe ich jetzt auch gemacht.
Und weil ich hier ein Sparfuchs bin, habe ich hier so Slabs genommen und nicht die ganzen Blöcke, weil dann kann ich mir ein bisschen Holz sparen. Den Treppenabgang hätte ich dann auf der Seite auch noch gemacht. Oh. Aber ich werde jetzt erstmal noch den ganzen Boden hier aushöhlen und mir hier noch die Kohle holen. Muss dann eh schauen, wie wir das machen unten mit dem Design, ob ich da auch zweistöckig dann mache, also die Kisten, ob die zweistöckig dann hinkommen oder eben auch nur einstöckig, muss ich mir dann anschauen, aber da bietet sich eigentlich einstöckig an. Vielleicht baue ich auch noch was anderes dazu, wie nur das Kistenlager, aber das sehen wir auch gleich alles. Ich würde auch dann nämlich hier den Abgang hinmachen. Dann kommt hier noch eine Reihe hin. Und dann war es das eigentlich mit dem. Vielleicht kann ich hier oben noch zumachen. Genau. Zumindest passt jetzt mal der Boden. Und dann werde ich hier noch kurz ein paar Stairs craften müssen. Und dann mache ich den zweiten Abgang auch noch. So, das sieht jetzt noch nicht so hübsch aus. Ich weiß noch nicht, was ich daraus machen werde. Ich hätte eigentlich Bock, dass wir da Glas machen, aber das ist auch noch zu früh. Ich möchte, wie gesagt, das einfach mal haben, dass wir zumindest ein bisschen ein heimischer... Ein bisschen ein heimischeres Gefühl hier haben, weil das sieht doch ziemlich hässlich aus. Und ein Haus werde ich dann hoffentlich auch bald mal bauen. Die Rohstoffe, ja, wie gesagt, mir wäre halt einfach lieber, dass wir anderes Holz hätten. Muss ich aber einfach warten, bis dieser Trader wieder kommt. Und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. So, ich würde jetzt auch gleich mal beginnen, hier schon die ersten Kisten hinzusetzen. Muss ich schauen, hier dann eins frei und so wieder. Dann müsste aber, die waren eigentlich auch noch weg. Muss ich noch weiter wegbuddeln, weil ich habe hier vor, dass ich dann da noch eine Kiste reinsetzt. Also kommt die Wand auch noch weg. So, ich habe das jetzt erstmal so gebaut, wie ich mir das vorgestellt habe, dass es cool aussehen würde. Hier hinten muss ich noch was tun. Entweder ich lasse das Cleanstone, weil das sieht eigentlich ganz okay aus, oder ich schaue, ob ich Bricks habe. Vielleicht auch Cobble, aber irgendwas müssen wir da auf jeden Fall tun, dass es nicht so lame aussieht, vor allem hier mit dem Cobble. Und dann natürlich unten noch weiter bauen, aber ich würde sagen, das unten lassen wir jetzt auch erstmal, weil oben reicht, glaube ich, im Moment. Nur ausleuchten werde ich unten nochmal schön, weil da kann jetzt einfach mal alles spawnen. Und hier hole ich mir noch die Kohle und dann schaue ich, ob ich nicht vielleicht sogar Bricks habe, also so Stone Bricks, weil die hätte ich eigentlich gefarmt, als ich in der letzten Folge, glaube ich, auf Tour war. Also da muss ich schauen, ob ich welche habe. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann nehme ich erstmal Cobble jetzt für den Start. Vielleicht können wir dann später auch noch was ändern. Also können wir ziemlich sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob das so lange unsere Base bleibt, denn sobald wir dann anfangen, oben was zu bauen, möchte ich auf jeden Fall in jedem Gebäude, das wir dann so haben, zumindest auch einen Sinn haben. Zum Beispiel eben in der Taverne, dass ich dann da, keine Ahnung, braue oder so, falls ich mal so weit komme überhaupt. Oder, ja, in meiner Base natürlich dann wohne, also in meinem Wohnhaus, in meinem Palast und so weiter. Also da möchte ich dann auf jeden Fall alle Gebäude auch irgendwie nützen. Ja, ich schaue jetzt erstmal, ob wir hier anderen Stein oben haben. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, wobei für den Eingang muss ich auch noch was machen. Hier oben, glaube ich, lasse ich erstmal. Das hat schon irgendwie so ein bisschen Charme, muss ich sagen. Habe ich da vielleicht doch irgendwo... nein, ich habe gar nichts mehr. Schade. Gut, dann habe ich mich entschieden. Dann wird hier alles hinten Cobble, weil Cleanstone ist eh alles rundherum. Ist, glaube ich, schöner. Und da oben wollte ich dann noch sowas machen. Ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie gut das aussieht. Keine Ahnung. Müssen wir doch schauen. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten kann ich das ja eh easy wieder ändern. Aber ich denke, so für den Anfang passt's. Oder sieht das besser aus? Irgendwie da oben, da gehört schon was hin. Oh, lol. Da muss ich echt aufpassen. Das ist jetzt echt eine Frage, wie wir das machen. So sieht's ja... Oder so? So oder so? Ich weiß nicht. Ich glaube, das gefällt mir sogar ein bisschen besser. Aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das besser gefällt.
Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal so, auch wenn es nicht so spektakulär ist. Aber da kann ich zumindest die oberen Cobbles lassen. Ich bin faul. Ja, ich bin faul. Ich möchte irgendwie auch mehr Gehalt in die Folgen reinbringen. Ist aber gar nicht so einfach, weil wenn ich hier alles rauscutte immer, dann bleibt halt einfach nicht viel Zeit über für die Folge. Und so ein 5-Minuten-Video möchte ich dann auch nicht haben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen Zeitraffer immer reinmache, wenn ich dann so kleine Arbeiten übernehme, wie hier die Wände aushöhlen oder so. Ich weiß gar nicht, habt ihr das im Zeitraffer gesehen? Wenn ihr es gesehen habt, dann habe ich das drin gelassen, weil die Folge sonst eh nicht so lang geworden wäre. Ansonsten habe ich es rausgetan. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich zum Beispiel solche Bauarbeiten hier nicht in der Folge machen soll, sondern eher die Folgen so zur Vorstellung oder so verwenden soll. Keine Ahnung, ich weiß nicht. So, und dann sind wir fertig mit dem ersten Raum, zumindest teilweise. Hier muss ich auf jeden Fall noch was Schöneres machen. Sieht noch nicht so schön aus, aber für den Raum reicht es, glaube ich, erstmal. Und dann haben wir wenigstens ein paar mehr Kisten, wo ich jetzt mein Zeug reintun kann, weil Steine haben wir schon sehr, sehr viele. Also würde ich da mal sagen, wird das hier auf jeden Fall die Steinkiste. Und dann werde ich erstmal alles umschlichten. Vielleicht machen wir da die Erzkiste hin und da dann die Holzkiste, wenn ich es schon so habe. Ja, ich werde da jetzt erstmal alles auffüllen von oben und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt endlich alles eingeordnet. Das hat es doch ein bisschen gedauert. Vor allem hier haben wir schon ziemlich viel Kobbel zusammen. Dann habe ich hier Erde, wobei vielleicht mache ich da dann Erde und restliche Steine und hier nur Kobbel, keine Ahnung. Hier habe ich einfach die Ramschkiste, wo ich alles andere, was ich jetzt nicht so wirklich einordnen konnte, reingetan habe. Hier sind alle unsere Erze, wie ihr hier sehen könnt, ist eigentlich echt nicht viel. Also wir haben hier echt sehr, sehr viel Pech sogar in dieser Welt. Normal könnte da schon recht viel mehr drinnen sein, vor allem Dias. Wie viel Pech muss man haben, dass man einen einzelnen Diamanten findet? Schon viel. Hier dann Holz, dann haben wir hier die Essenstruhe, die Kartentruhe und noch die Ausrüstungstruhe. Ja, das sollte eigentlich alles gewesen sein. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt so viel mehr machen in dieser Folge. Vielleicht farme ich noch ein bisschen Holz, aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann seht ihr jetzt noch ganz, ganz kurz ein bisschen einen Zeitraffer, wo ich ein bisschen farmen werde. Holz. Und jo, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.